Ich darf Ihren, unseren Gastgeber zu mir bitten, Herrn Dr. Leber. Herzlich willkommen. Ja, ich habe kürzlich versucht, Sie zu erreichen, Herr Dr. Leber, und dachte, ich finde es immer ganz nett, wenn wir vorher kurz mal sprechen, wie Sie so auf die Ideen der Konferenz gekommen sind. Und da hieß es aber, das ist schwierig im Augenblick, hatte ich natürlich mir schon gedacht. Aber da waren Sie gerade in Omaha unterwegs. Wie ist dann die Stimmung aktuell dort über den großen Teich der Investoren? Zum einen gut, weil wir haben wieder mal die Value-Batterien aufgeladen. Also die Teilnehmerzahl wieder rund 40.000 in einem Raum. Ein 92-Jähriger, ein 99-Jähriger und die jungen Adjutanten, die sind so in den 60ern, sitzen da vorne auf dem Podium und antworten 6 Stunden lang auf die Fragen. Und schon ein gutes Gefühl. Die Stimmung ist eine andere. In den 90er Jahren war es mehr Richtung neue Geschäftsmodelle. Jetzt ein bisschen mehr, was endet alles oder wie können Geschäftsmodelle auch kaputt gehen? Und die haben also praktisch auch gerade Charlie Munger den Zyklus so ein bisschen komplettiert. Firmen wachen auf, werden groß, werden dominant, bis sie wieder in den Untergang runtergehen. Und das gehört auch zum Lebenszyklus von Firmen dazu. Und das hat mich einfach besonders fasziniert dieses Jahr. Ihre Investitionen, Sie waren ja sehr, wenn wir uns den Markt angucken, bewegt natürlich im Augenblick alle das große Thema Inflation, Zinswende, damit sind viele Unsicherheiten verbunden. Sie waren ja früh dabei und haben gesagt, wir sichern uns gegen Inflation ab. Da müssen Sie im letzten Jahr wahrscheinlich gutes Geld verdient haben. Halten Sie dran fest, wenn die Inflation jetzt doch runtergeht? Ja, wir haben in Summe 4 verschiedene Inflationssicherungen uns bauen lassen. Das sind Inflationsswaps in komprimierte Optionsprodukte verpackt. Haben letztes Jahr da mal 120 Millionen Gewinn mitgenommen, also in Kasse reingespült und die Dinger verlängert über nochmal 5 Jahre. Weil ich einfach glaube, die Inflation wird runterkommen, Basiseffekt natürlich, aber sie wird sich in unsere Gesellschaft hineingraben und auf Dauer nicht verschwinden. Und da Kollege Stefan Risse sagt immer, 4% ist das neue Normal, da wo wir früher 2% gesagt haben als Ziel, werden wir wahrscheinlich mit 4% dauerhaft leben und die Anleger profitieren davon. Wasserstoff, Biotech waren Ihre Favoriten. Was sind die Favoriten für dieses Jahr? Neben Biotech und künstlicher Intelligenz, die ja unverändert die Welt vorwärts treiben. Es ist die physische Welt. Wir haben 20 Jahre lang jetzt von einer virtuellen Welt gelebt, wo die neuen Kunden nicht mehr Investitionen gebraucht haben. Ein neuer Google-Kunde braucht keine neue Fabrik. Der ist einfach da, man kann ihn oben draufsetzen, virtuell. Die neue Welt ist physisch. Wir brauchen Leitungen für den Wasserstoff, Leitungen für den Strom, neue Stahlwerke. Und für diese physische Welt werden riesige Investitionen gebraucht. Und wir versuchen rauszukriegen, wo ist der beste Punkt hineinzugreifen. Bei den Produzenten von grünem Eisenerz, bei den Produzenten von Wasserstoff, bei den Elektrolyseuren. Irgendwo kommt das Geld an und es ist unausweichlich, dass es in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommt. Letzte kurze Frage, Krypto, waren Sie früh dabei? Jetzt haben wir einen Krypto-Winter, schlimm für die, die später dazu gekommen sind, aber Sie halten dran fest und sagen, das ist einfach, man muss dabei sein. Ja. Wir hatten zum Glück Pro und Contra letztes Jahr. Im Bereich Krypto, es war wirklich spannend. Krypto hat einen guten Lauf gehabt jetzt mit den Bankenkrisen in den USA. Also wenn man merkt, dass die Banken nicht halten, weil da irgendein Manager Unsinn macht, Krypto bleibt. Krypto bleibt vielleicht nicht unbedingt in der Plattform, die ich habe, aber ich kann es mir rausziehen und behalten. Und Krypto hat einen guten Aufschwung gehabt jetzt in dieser Bankenkrise. Das gibt immer diese Sommer- und Winterphasen. Wir haben im Moment gerade so eine Winterphase. Die SEC prügelt ein bisschen drauf auf die Anbieter. Aber über lange Zeiträume, auch gerade mit dem Euro, mit dem Krypto-Euro, der kommen wird, sehe ich, dass es nicht verschwinden wird. Okay, dann sind wir jetzt gespannt. In Zeiten, in denen häufig schnell Gewinne mitgenommen werden, Portfolios immer wieder neu ausgerichtet werden, wie Sie uns jetzt davon überzeugen werden, dass wir Geduld und Ausdauer brauchen beim Investieren. Ich probiere es. Gut. Also vielen Dank für die gute Einführung. Es wird ein wirklich spannender Tag. Erstmal bin ich unglaublich stolz, dass Sie alle da sind. Ein so hochkarätiges Publikum, glaube ich, hatten wir noch nie. Und es sind auch viele Namen im Publikum dabei, die auch uns geformt haben. Wenn ich dran an das Thema grüner Wasserstoff denke, das waren Beiträge, die von Ihnen kamen an vielen Stellen. Wenn ich an das Wahlprogramm oder die politischen Programme in Berlin denke, Altersvorsorgerente, da waren teilweise die Impulse bei Ihnen, das politisch weiterzutragen. Dafür bin ich Ihnen dankbar, dass Sie interaktiv mit uns manche Dinge vorwärts bewegen. Der Referentenkreis ist großartig heute.
Und ich werde am Anschluss an meine Präsentation nochmal die Reihenfolge der Präsentation zeigen. Meine Präsentation heißt Time is the Friend of the Wonderful Business. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich darstellen, wie mein Gedankenfluss ist. Stellen Sie sich vor, ich fahre nach Omaha zu Warren Buffett auf die Hauptversammlung. Ich verlasse dieses Deutschland mit Chaos und Regulierung und Streit in der Regierung und nicht verfügbaren Bahnanschlüssen und Regulierung, die nicht gemacht wird, Stromleitungen nicht gebaut werden, Verspätungen überall und denkt, was für ein Chaosland habe ich da gerade? Und aus dieser fragilen Situation fliege ich nach Amerika und schaue mir mal an, was da die beiden Charlie und Warren zu erzählen haben und spüre da eine Menge Lebensweisheit. Wie gesagt, 92 Jahre und 99 Jahre, die haben schon was gesehen und auch sehr erfolgreich gesehen. Was sagen die eigentlich über diese unternehmerischen Zyklen? Ich komme zurück von der Hauptversammlung. Omaha ist ein sehr grünes Land, grüne Region mit Wäldern und Forsten und denke, finde ich Analogien in der Natur, die das, was wir in der Wirtschaft sehen, beschreiben können. Und habe da den Wald, kleine Setzlinge, die größer werden, die teilweise zu Giganten heranwachsen. Und ich denke mir, da habe ich Analysten, die sagen, du musst den Wald alle halbes Jahr neu schneiden, damit nichts zu groß wird und alles gleich balanciert ist. Und denke, was für ein Unsinn. Lass doch die Kräfte der Natur gedeihen und wachsen und groß werden. Ich kriege nur große Erfolge, wenn ich Firmen laufen lasse und nicht immer wieder zurechtstutze in meinem Portfolio. Das ist so ein Gedankengang, der mir im letzten Jahr sehr, sehr stark immer wieder kam. Ich komme zurück aus Omaha in Gedanken mit meinem Flugzeug und denke, wo sehe ich denn eigentlich die nächsten Jahre? Wo gehen die Entwicklungen hin? Frage den Kollegen Endler, haben wir Daten dazu? Wie geht es mit jungen Firmen, wie geht es mit alten Firmen, wie entwickeln die sich? Und er schickt mir 160.000 Firmendatensätze zu, die ich auswerten kann. Und es stimmt wirklich, das Wachstum der Firmen und auch das Wachsen und auch das Absterben der Firmen treibt am Ende die Börsenkurse. Und dann versuche ich das zu übersetzen in Regeln für das Investieren. Wann sollte man einsteigen, in welchem Fonds auch und wann sollte man am Ende wieder rausgehen? Das ist etwa der Fluss meines Vortrags und ich habe wie immer zu viel Material und zu wenig Zeit. So, gehen wir mal los. Ich verlasse Deutschland und ich muss mal gucken, wo ich mich orientieren kann hier. Erstmal erlebe ich jetzt habe ich aber wirklich ein kleines Problem, weil das ist zu klein und das sehe ich nicht. Okay. Links unten die Risiken. Ich verlasse ein Deutschland voller Risiken und echter Gefahren. Da haben wir die Inflation, die sehr real ist und wirklich einen großen Teil der Bevölkerung enteignet. Man muss das mal ganz klar sagen, der Sparer, der glaubt, er hat Geld auf dem Depot hat oder auf dem Konto, hat nachher weniger, weil die Inflation ihn physisch enteignet. Und ich wundere mich, dass wir nicht lauter schreien. Ich sehe Zinsanstiege in der Hoffnung, die Inflation zu bekämpfen. Das schadet allen, denn die Finanzierungskosten steigen, der Staat hat weniger Geld zur Verfügung, weil er Zinsen zahlen muss, die Firmen haben weniger Geld, die Banken geben weniger Kredite, echte Probleme. Aktuell TLTRO-Auslauf, ein Kunde von uns hat uns darauf aufmerksam gemacht, die Liquiditätsprogramme der EZB laufen langsam aus und die Banken müssen Geld zurückführen. Das fehlt. Hunderte von Milliarden fehlen im Wirtschaftskreislauf. Wir haben die Schuldenkrise USA, ich weiß nicht, wie die Kurse heute laufen, die ist wohl behoben. Alle paar Jahre wieder ein bisschen Stress, jetzt ist auch der Bildschirm ist ausgefallen. Da ist er jetzt wieder an, da auch wieder. Also echt, das ist ein echtes Problem. Und wir haben den Krieg in der Ukraine und wir haben das Problem Taiwan-China, das für Japaner speziell eine große Sorge ist. Riesenprobleme. Ich sehe auch rechts unten Fragilitäten. Wir leben in Deutschland in einer ganz unsicheren Situation. Der Standort Deutschland ist kein guter Standort mehr. Lebt noch von altem Ruhm. Aber ich habe letzte Woche den Chef von Salzgitter erlebt bei dem Wirtschaftstag da in Berlin und er sagte, ich baue jetzt ein neues Stahlwerk hin, ein grünes Stahlwerk, aber jetzt müsst ihr auch liefern. Ich brauche den Wasserstoff, ich brauche den Strom. Ich muss wissen, welchen Strompreis ich kriege, sonst kann ich das Stahlwerk nicht betreiben. Und ich will noch zwei weitere Stahlwerke neu bauen. Dazu muss ich Standortsicherheit haben. Und die kommt aus der Politik nicht mit der Klarheit, die man bräuchte. Und wenn ich nicht weiß, was kommt, dann überlege ich doch, ob ich nicht woanders investieren sollte. Bestand der deutschen Regierung. Ich habe da letzte Woche erlebt, wie die sich angefeindet haben. Habeck auf seine philosophische Weise, Lindner, der draufgeschlagen hat, Merz, der draufgehauen hat. Die sind sich nicht grün. Scholz, der im Grunde nichts gesagt hat.
Und man denkt eigentlich, wann fällt diese Regierung auseinander oder packen die das nochmal? Fragilität. Das Bankensystem. Zum Glück ist das europäische Bankensystem gut reguliert. Da erwarte ich mir wenig Probleme. Aber schon in der Schweiz Riesenprobleme mit der Credit Suisse. In den USA drei große Bankpleiten. So sicher ist das nicht in allen Teilen der Welt. Beim Immobilienmarkt. McMakler, ich weiß, ich kenne die nicht gut, aber die machen zu anscheinend. Irgendwo scheint der Immobilienmarkt ins Stocken gekommen zu sein. Noch sieht man das nicht direkt, aber immer dann, wenn etwas stockt, heißt es, der Markt funktioniert nicht mehr, alle warten ab, was passieren könnte. Und dann Inflation Reduction Act, und da höre ich dann Unternehmerstimmen, die sagen, ich gehe doch direkt in die USA, produziere da Sofortabschreibung, ich habe das Geld sicher, da brauche ich keine Anträge zu stellen wie in Deutschland. Und in Deutschland dauert das dann eben ein Jahr mit einem Antrag und einer Genehmigung. Und das Windrad braucht dann vielleicht 5 Jahre in der Genehmigung. Und dann haben wir noch die Haselmaus, die den Neubau dann blockiert, weil der Bund für Umwelt und Naturschutz sagt, hier könnte ja eine Haselmaus sein. Und solange wir das nicht ganz genau wissen, darf die neue Fabrik nicht gebaut werden. Also Standort Deutschland, keine gute Situation. Und dann denke ich aber, die Chancen, die ich da oben aufgelistet habe, Infrastruktur, Klimawende, Energiewende, E-Mobilität, ist hochreal. Biotech, künstliche Intelligenz, Gold und Bitcoin, alles Themen, wo ich weiß, in den nächsten Jahren werden die passieren. In manchen Ländern schneller, in manchen Ländern langsamer, aber das wird kommen. Wir werden eine Umrüstung haben Richtung Grün, wir werden neue Stahlwerke bekommen, die Bahn wird erneuert werden, Flughäfen werden gebaut, die E-Mobilität kommt mit Macht aus China, Biotech findet neue Anwendungen und Lösungen und die künstliche Intelligenz geht mit einem Riesentempo vorwärts. Und jetzt kommt es auf die Perspektive an, ich kann nach links unten gucken oder rechts unten, ich schaue nach oben und sehe, im Grunde ist die Welt voller Chancen. Ich weiß nicht genau, wo die stattfinden werden, aber ich weiß, wenn ich genügend recherchiere, finde ich 2, 3 Firmen in jedem dieser Sektoren, die gute Performance liefern sollten. Die Welt ist faszinierend. Wir waren jetzt in Omaha, die Reise geht los. Und dann überlege ich mal, die beiden Kollegen Buffett und Munger sind alt. Als sie geboren wurden, was gab es alles noch nicht? Ich habe nachgeguckt, als der Charlie Munger geboren wurde, 1924, hatten nur 35% der Haushalte ein Telefon. Überlegen Sie mal aus der Perspektive von Telefon, das ist die neue Sache. Ein Drittel der Haushalte hat Telefon, das ist der neue Trend, der kommt. Und was ist alles danach gekommen? Das Fernsehen war noch nicht präsent. Warren Buffett wird dann 1930 geboren und erlebt die Kriegszeiten mit Angriff auf Pearl Harbor, kauft in der Zeit seine ersten Aktien, sieht den Niedergang und so weiter. Dann kam die Atomkraft, erstmal die Atombombe, die Atomkraft, die Kuba-Krise, der Vietnamkrieg, der Kommunismus in Osteuropa, der sich da breit gemacht hat. Wir waren neulich in Berlin. Das ist am Pflaster noch, die Mauersteine sieht man noch von der Mauer und dann sind wir so symbolisch drüber gesprungen. Das ist heute vergessen, 33 Jahre später weiß das kaum noch jemand, dass das eine geteilte Stadt war. Dass ich selber damals nicht wusste, Dresden, Leipzig waren Orte, die waren für mich unbekannt, vollkommen unbekannt, hinter der Mauer. Das alles ist vorbeigegangen. Aspirin war schon bekannt, Penicillin noch nicht. Penicillin wurde erst noch erfunden. Und man sieht aus der damaligen Perspektive, was alles noch kommen kann, wenn man nur der Technologie und der Wirtschaft ihren freien Raum gibt. Wir telefonieren drahtlos, wir operieren Augen mit Laser, wir erzeugen Solarstrom aus schwarzen Panels, wir lassen uns Gesundheitsratschläge von ChatGPT geben und auf dem Weg von 20er Jahren bis heute 20er Jahre ist enorm viel passiert und gekommen und auch wieder gegangen. Darum ist es gut, den beiden alten Herren mal zuzuhören. Wir sagen immer, Charlie Munger und Warren Buffett, das ist so Value und Value heißt billiger Buchwert. Das stimmt nicht, was ihnen beiden zugeschrieben wird. Die beiden sehen sehr klar im Wachstum von Firmen die Chancen. Und Charlie Munger sagt sehr klar, langfristig kann eine Firma kaum besser abschneiden als das Wachstum, das ihr zugrunde liegt. Klar, wir haben Kursbewegungen, mal liegen wir ein bisschen drunter, mal liegen wir ein bisschen drüber, aber langfristig zieht das Wachstum einer Firma die Firma an so einem unsichtbaren Seil nach oben. Und wenn die Firma nicht wächst, kann man zwar immer noch Rendite damit machen, aber man wird die großen Trends nicht mehr erleben können. Und Charlie sagt interessanterweise,
der Trick ist, in die besseren Unternehmen zu investieren, nicht in die billigere, nicht in die billigeren. Und er sagt, er ist an erster Stelle am Geschäftsmodell interessiert und erst an zweiter Stelle am Management. Wir werden auch immer gefragt, wie halten wir das Management von der Firma so und so. Und Charlie sagte sehr klar, bei Coca-Cola gab es einen Alkoholiker an der Spitze und es gab einen mit problematischer Psyche. Coca-Cola hat das ausgehalten. Das gute Geschäftsmodell schlägt das schlechte Management auf Dauer. Und wir werden nachher im Vortrag von Peter Schildbach nochmal ein Rezept hören, das ich schon mal vorwegnehme. Wenn man in der richtigen Branche unterwegs ist, mit der richtigen Firma, steht man noch besser da. Also Punkt 1 ist einfach, wo will ich einfach reingehen, wer ist der beste Anbieter und wenn dann das Management was taugt, noch besser. Und Charlie sagt auch, Technologie ist Killer als auch Chance. Geschäftsmodelle gehen kaputt durch Technologie und Technologie ist auch eine Chance für manche, die die Welt neu erfinden. Ich habe hier ein nettes Zitat, ich lese das nicht großartig vor, von jemand, der im Jahr 2007 einer von 4 Journalisten waren, die das iPhone testen durften bei Steve Jobs. Und er hat sich Gedanken gemacht, ob AT&T eine flächendeckende Netzabdeckung hat und so weiter. Und ihm ist überhaupt nicht klar geworden, dass das iPhone die Welt komplett revolutioniert. Es gibt über 1 Milliarde Smartphones auf der Welt. Ich habe mir selber auch vor 15 Jahren nicht vorstellen können, was dieses kleine Kästchen eigentlich an Veränderungen bewirkt. Nicht nur zum Telefonieren, zum Videotelefonieren, in allen Bereichen der Kommunikation, Navigation, wo auch immer, Blutdruckmessung, Temperaturmessung und so weiter. Unglaublich, was diese Technik gebracht hat. Darum Einladung zum Optimismus. Was wir sehen an neuen Entwicklungen, bietet unglaubliche Chancen für die nächsten Jahre. Und wir Menschen selber sind überfordert damit. Wir brauchen ein gewisses Grundvertrauen, um die Dinge laufen zu lassen, weil wir selber nicht gut genug sind, außer Lars Thomsen natürlich, der gleich seine Zukunftsvision zeigen wird. Aber die meisten Menschen sind nicht in der Lage, über den morgigen Tag hinaus zu extrapolieren, was an Vielfalt sich entwickeln könnte. Ich habe hier 4 Beispiele, wo ich glaube, da liegt ein Teil der Zukunft. Ich fange mal links oben an. Das ist ein Avatar, den ich auf einer Goldman Sachs-Konferenz in London gesehen habe. Das ist ein kleiner Kasten, darin bewegt sich eine dreidimensionale Figur. Die ist komplett aus dem Computer, die Musik ist komplett aus dem Computer komponiert, die Musik ist komplett von einer Computerstimme gesungen. Und so habe ich da einen kleinen Kasten mit künstlichen Lebewesen, die künstliche Melodien machen, mit pseudonatürlichen Stimmen. An dem Thema Avatare, virtuelle Realitäten werden wir in den nächsten Jahren nicht vorbeikommen. Ich gehe nach rechts oben, Kommunikation. Eines der menschlichen Grundbedürfnisse, das ist aus unserer Familien-Webkonferenz, die wir einmal im Monat haben, wo alle mal zusammenkommen. Die Vernetzung der Welt, der Mensch quasselt gern ohne Ende, Sie erleben mich ja auch gerade. Das fing an mit dem Telefon, hat dann mit dem Fernsehen, mit Internet und so weiter immer weiter zugenommen. Das menschliche Bedürfnis nach Kommunikation wird immer weiter zunehmen und immer mehr Zeit einräumen. Darum glaube ich, Kommunikation ist einer der Schlüsselbereiche der nächsten Jahre. Ich gehe nach links unten, Pharmakologie. Ich erwarte unglaubliche Durchbrüche in der Entwicklung von Pharmazeutika. Wir erleben das zum Beispiel AlphaFold. Das ist eine Tochter von Google, DeepMind in London. Die versuchen, die Proteinfaltungen zu prognostizieren, um damit aus mRNA-Sequenzen prognostizieren zu können, welches Protein wird danach herauskommen und welche Wirkung kann es haben. Und das sind Erkenntnisse, die sind teilweise erst 1 Jahr alt, die unglaubliche Durchbrüche bringen werden in den nächsten Jahren in der Pharmaentwicklung. Und erneuerbare Energien, Sie sehen da eine klasse Solarzellenanlage, da kommen Perovskiten, um die Beschichtung zu verbessern, um die Ausbeute zu verbessern. Das sind alles Themen, die für mich gesetzt sind für die nächsten Jahre. Wenn ich in diesen Branchen unterwegs bin, glaube ich, bin ich schon mal automatisch gut aufgehoben. Und das kommt trotz der Probleme, die wir heute haben, trotz eines Krieges, trotz der Probleme mit China, trotz der Erderwärmung, trotz der verlorenen Biodiversität. Das sind Trends meiner Ansicht nach, die nicht zu stoppen sind. Ich möchte aber, dass wir uns rausheben aus dem täglichen Sorgen machen und Zeitung lesen, zu überlegen, was wird in 10 Jahren sein. Und ich glaube, diese Trends werden fast unausweichlich kommen. Und der Grund ist uralt. Das sind die menschlichen Grundbedürfnisse.
Grundbedürfnisse, die wir hier bei Bruegel bei den sieben Todsünden sehen. Ich habe mich vor Jahren mal mit den sieben Todsünden beschäftigt. Das ist keine biblische Geschichte, sondern eine kirchliche Entwicklung. Und da geht es um Mäßigung und Neid und Völlerei und Müßiggang. Alles Dinge, die wir Menschen gerne tun. Ja, wir genießen gerne, wir zeigen gern unseren Wohlstand her, wir neiden ganz gerne. Das sind alles tiefste menschliche Grundbedürfnisse. Und wenn ich versuche, diese Grundbedürfnisse zu befriedigen, bin ich mir sicher, da habe ich ein Marktsegment, das laufen wird in den nächsten Jahren. Die Grundbedürfnisse sind unverändert, die Art der Befriedigung ist unterschiedlich. Und da springe ich mal ein bisschen vor. Das Grundbedürfnis nach Zeit ist immer das gleiche. Die Technik ändert sich, um das Bedürfnis zu erfüllen. Links die Taschenuhr aus dem Jahr 1500, das ist eine Nürnberger Erfindung gewesen. Die mechanische Armbanduhr zum Aufdrehen, dann kam die Automatik-Armbanduhr, die Quarz-Armbanduhr, die Funk-Armbanduhr, die Apple Watch. Und viele haben heute gar keine Uhr mehr, sondern gucken nur noch auf das iPhone. Das heißt, das Bedürfnis bleibt. Die Frage ist für mich, wer erfüllt das Bedürfnis am besten in den nächsten Jahren? Und wenn man dieses Gedankenmodell anwendet auf die Wirtschaft, dann findet man auch die Firmen, die prosperieren werden in den nächsten Jahren. Das endet auch. Hier ein wunderbares Beispiel einer Firma, in die wir mal investiert waren. Die Umsatzentwicklung dieser Firma. Bed Bath & Beyond. Herr Rathmann, ich habe immer das Foto noch von Ihnen, wie wir da mal eine Einkaufstour gemacht haben auf unserer Omaha-Reise. Und wunderbare Frottee-Wäsche und ich erwähne das Foto jetzt nicht, weil das käme nicht gut an. Aber wir haben durch den Laden gegangen, haben einfach gesagt, so einen Laden, den braucht man. Man geht da hin und kauft für das Badezimmer ein und findet das alles ganz großartig. Und dann wird so eine Firma schlecht gemanagt, das Einkaufsverhalten ändert sich und sie geht den Bach wieder runter. Und diese Lebenszyklen, glaube ich, sollte man auch realistisch wahrnehmen. In dem Fall sagte mir jemand, ein neuer Manager, eine neue Strategie, ein Board, der alle Anforderungen an ESG-Kriterien erfüllt, aber fachlich keine Ahnung hatte. Und dann plötzlich ist die Firma auch wieder kaputt gegangen. Konkurs dieses Jahr. Und darum ist es auch wichtig, diese Kurve gut zu reiten und am richtigen Punkt auch wieder rauszugehen. Neu in der heutigen Welt, der virtuelleren Welt, ist es, dass wir eine Winner-Takes-All-Welt haben. Geschäfte für Badezimmerbedarf kann ich 5 nebeneinander haben und sie werden alle prosperieren. Virtuelle Realitäten heißt, es gibt häufig nur noch einen Sieger in einer Branche. Und ich zitiere immer gerne den Marc Andreessen, der früher den Netscape-Browser erfunden hat. Auf normalen Märkten hat man Pepsi und Coca-Cola. In den virtuellen Märkten hat einer den Platz 1, 90% Marktanteil, holt sich alle Gewinne. Und Platz 2 und 3 sind schon deutlich schwächer. Die Konzentration auf wenige Anbieter auf der Welt, die teilweise 1 Milliarde Kunden haben, 3 Milliarden Kunden haben, wird immer deutlicher. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, in den Branchen den einen Gewinner zu finden, der am Ende den Markt abräumen wird. Und das ist eine spannende Auswertung, die kommt von einem Geschäftspartner wiederum von uns, eine Studie aus den USA. Wo kommen die Renditen eigentlich her? Wir sind ja heute gewohnt, alles an ETFs zu messen. Da gibt es die großen Indizes und da gibt es eben die ETFs und alles wird nur daran gemessen. So, dann habe ich die Wissenschaft, die mir sagt, man muss immer die Portfolien zurechtschneiden, stutzen, die großen Bäume müssen kleiner werden. Und was dazu führen wird, dass ich die ganz großen Treiber der Performance verpasse. Und das ist hier die Verteilung von Renditen von Firmen über ihre Lebenszeit. Man sieht 2 senkrechte Striche. Der eine Strich, der schwarze Strich, das ist der Mittelwert und der rote Strich ist der Median. Nochmal, Median habe ich, wenn ich alle Positionen in einem Portfolio gleich gewichte. Alles mit 2% gewichtet, dann kriege ich den Median. Der Mittelwert kommt raus, wenn manche Positionen im Portfolio größer werden dürfen. 4%, 6%, 8%, 10%. Und das sind die Titel, die auf der rechten Seite abgetragen sind. Das sind Aktien, die Renditen haben von 500%, 1000%,
10.000%. Moment, das habe ich nicht gemacht. Ja, das war. Und da habe ich mal nachgeguckt, was ist eigentlich in unseren Portfolien los gewesen? Haben wir überhaupt solche Aktien jemals groß werden lassen? Und wenn ich mir das mal angucke, dann haben wir da die Microsoft, die, das sind also, ich habe die Grenze bei 400% Lebensrendite gezogen. Die Microsoft, die Nvidia, die Novo Nordisk mit ihrem Insulinthema, die Taiwan Semiconductor und die Berkshire Hathaway, das sind Titel im Aktienglobalfonds, die oberhalb der 400% Performance liegen. Und man kann die Ernte nur einfahren, wenn diese Titel größer werden und damit auch ihr Gewicht im Portfolio sich verändert. Wenn man das nicht tut, wenn man sich an die Akademie hält und immer die Position zurechtschneidet, lasse ich die Großen nicht wachsen und hole die kleinen, schwachen nach oben. Stattdessen ist es besser, die wirklich guten Aktien weit laufen zu lassen und wachsen zu lassen. Im Latini sind es noch ein paar andere. Wieder mal die Nvidia, der Bitcoin-Tracker, die Isra Vision, die wurde leider übernommen, BioNTech, Microsoft, Evotech, VMware, Salma und Alten, französische Softwarefirma. Das sind alles Titel, die über 400% gebracht haben. Und nur mit diesen Sondertiteln, die man laufen lässt, gelingt es, eine Outperformance zu erzielen. Und dann habe ich ein schönes praktisches Beispiel, nämlich die Nvidia. Schauen Sie sich mal an, was wir mit der gemacht haben. 2016 gekauft. Wir haben damals überlegt, für unsere künstliche Intelligenz, mit welchen Rechnern rechnen wir das eigentlich? Und haben, Herr Ender, Sie wissen es noch, die Titan- und die Atlas-Maschinen uns hingestellt. Das sind zwei Leistungsrechner, die mit Nvidia-Prozessoren ausgestattet waren. Und in dem gleichen Zeitraum haben wir dann eben auch die Nvidia-Aktie gekauft, weil wir dachten, gute Firma, die machen das schon recht. Dann Treffen 2018 in München mit dem Jensen Huang, der sitzt da in der Mitte. Das ist der ganz in Schwarz. Und ich bin da auf dieser Konferenz und denke einfach nur, wow, die machen alles richtig. Kevin Endler war auf einer Entwicklerkonferenz, stimmt doch, oder waren Sie zusammen da? Ich weiß gar nicht. Bringt noch so eine Tasse mit und sagt, tolle Firmen. Und dann habe ich die über die Jahre beobachtet, die werden besser und besser und besser. Und die Belohnung ist danach eine Rendite von über 1.000% gewesen. Und wir haben die Firma nur 4-mal angepackt. Einmal gekauft, 2-mal nachgekauft, einmal Position ein bisschen zurückgenommen und die Rendite kommt daraus. Da sehen Sie hier, gucken, wo ist der Pointer? Hat er einen Pointer? Nee, hat er nicht. Gut. Ja, also drei grüne Dreiecke, das waren die Zukäufe, ein roter Verkauf, nee, drei Zukäufe noch. Und der rote Verkauf da vorne, wo wir ein bisschen justieren müssten, weil die Position zu groß wurde. Und den Rest hat die Nvidia gemacht, jetzt haben wir aktuell ein bisschen Gewinne mitgenommen, weil die Gewichtung doch dann ein bisschen sehr groß wurde. Aber das ist ein Beispiel dafür, die gute Firma setzt sich durch, verkaufe lieber die schlechte Firma und halte die gute, weil gute Firmen reißen es raus am Ende. Firmen durchlaufen Wachstums- und Reifephasen. Wir haben also praktisch eine Konzeptphase, eine Entstehungsphase, Wachstumsphase, Reifephase und ein Ausscheiden wieder aus dem Markt. Und wir haben nochmal empirisch überprüft, da haben wir die Zahlen dann eben, die 160.000 Datensätze bekommen. Danke, Herr Händler. Und es stimmt, was Charlie Munger sagt, enge Korrelation zwischen Umsatzwachstum und Marktwertwachstum. Das Überleben ist wichtig. Über 20 Jahre überlebt nur die Hälfte der Firmen. Und wir bilden das ab bei uns in den Fonds, je nach Konzept im Prima Zukunft die ganz jungen Firmen, im Akkate Statini, die so in der Entwicklungsphase, Marktgängigkeitsphase sind, die beiden Aktienfonds und der Akkate Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds in diesen aufsteigenden Phasen, Gewinne sind schon da, das Wachstum geht weiter und nachher in der Reifephase Value und Dividende, um die Dividenden abzusaugen und der Value Event, um die eben auch in reifen Firmen, um da praktisch von dem stabilen Geschäftsmodell zu profitieren. Empirische Daten, das ist das Unternehmenswachstum mal abgetragen nach Firmenalter. Man sieht also häufig haben wir Spin-offs, die starten groß, machen dann Bereinigungen und wachsen dann relativ gleichmäßig über die ersten 100 Jahre. Ab Jahr 10 geht das los. Nach der Firmengründung etwa 10 Jahre braucht es, bis die ersten Umsätze wirklich messbar kommen. Und dann geht es etwa bis zum 30., 40. Jahr recht flott aufwärts, wenn die Firma das schafft. Dann brauche ich Margen, um Geld zu verdienen. Die Margen starten erstmal in so einem Tal, ganz am Anfang, in den ersten 10 Jahren.
dann kommt so eine Art Reife, ich hole mir mit meinem tollen Produkt mehr und mehr Marge und etwa ab dem 30. Jahr gehen die Margen wieder zurück. Dann kommen dann Wettbewerber, die so ein bisschen sagen, ich kann das auch, aber ein bisschen anders und mache das etwas billiger. Und dann geht das so bis zum 100. Jahr, also die Skala geht bis 100 Jahre, relativ gleichmäßig weiter. Aber die Jahre 10 bis 30 sind die Jahre, wo eine Firma ihre Margen ausweiten kann und sich Gewinnmarktanteile holen kann. Damit korrespondiert dann der Börsenwert dieser Firmen. Wie gesagt, am Anfang häufig Spin-offs, die aus einer großen Firma rauskommen, die sind groß, bereinigen sich dann. Und so etwa bis zum 50. Jahr oder 60. Jahr läuft die Marktwertsteigerung und dann kommt häufig eine Phase, wo die Marktpreisentwicklung erstmal ein bisschen stagniert und dann kommt häufig nochmal eine zweite Welle, wo die Firmen sich weiterentwickeln können. So, und jetzt geht es um das Konkrete. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Wie finden wir die jungen Firmen, wie finden wir die reifer werdenden Firmen und wann gehen wir wieder raus? So wie wir arbeiten, versuchen wir die neuen Konzepte einfach durch Beobachtung zu sammeln. Da fahren wir mal her zu Herrn Ladon nach Clermont-Ferrand und schauen an, wie Plastik recycelt wird. Wir fahren nach Breslau und treffen Herrn Granik und schauen uns an, was macht er da in seinen Forschungseinrichtungen, sind die Geräte marktgängig. Wir fahren zur Firma Formicon nach München und gucken, ob das klappt mit den Biosimilars, die da in der Entwicklung sind. Oder wir fahren zur Firma SFC, geht das mit den Brennstoffzellen jetzt vorwärts, kommen die Wasserstoffbrennstoffzellen, wie steht es da eigentlich? Viel beobachten, viel auf Messen gehen, auf Landwirtschaftsmessen, auf Fachmessen, um einfach zu schauen, was liegt gerade in der Luft, was kommt. Dann setzen wir uns regelmäßig hin, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus? Beschreiben wir doch mal die Welt in 10 Jahren. Was wird da sein, was wird weg sein? Wird ein Auto noch Autoreifen haben? Wahrscheinlich ja. Wird es einen Verbrennermotor haben? Wissen wir nicht. Aber der Autoreifen sozusagen, der wird wahrscheinlich bleiben. Werden wir noch kommunizieren miteinander? Ja, wahrscheinlich. Wir werden noch im Austausch miteinander stehen. Auf welchem Wege werden wir das tun? Mit dem Wählscheibentelefon oder auf andere Weise? Und so machen wir das im Team und überlegen einfach, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus? Werden wir mehr oder weniger reisen? Werden wir mehr oder weniger kommunizieren? Werden wir gesünder sein, älter sein oder nicht? Werden wir noch spielen wollen? Ja, nein. Und was sind dann die Produkte, die wir benutzen wollen? Gibt es diese Firmen heute schon oder kommen die erst noch? Und unter den Firmen, die es gibt, verdienen die denn schon Geld oder wollen die erst irgendwas erreichen? Oder wollen die auch nur die Welt besser machen, ohne unbedingt das Bedürfnis zu haben, Geld zu verdienen? Und wenn wir jetzt mal 25 Jahre weitergehen, die 25 Jahre sind nicht meine Idee, sondern ein Konzept von der Firma Markel. Die Firma Markel stattet Studenten aus mit Geld, einige wenige Aktien und die dürfen 25 Jahre lang nicht angefasst werden. Und da kommt eine neue Studentengeneration, ein Jahr später, wieder Aktien, die 25 Jahre nicht angefasst werden dürfen. Und das Programm hat jetzt frisch gestartet und man macht sich ganz andere Gedanken. Man guckt nicht auf Kursbuchwertverhältnisse, man guckt nicht auf Dividendenrendite, sondern schaut einfach, ist das eine Sache, die Bestand haben wird in 25 Jahren. Darum die erste Frage, werden wir noch Kupferdraht verwenden? Da kriegen wir vielleicht heute eine Antwort drauf. Werden wir noch Kupfer für die elektrischen Leitungen verwenden? Werden wir noch Getränke in Dosen oder Flaschen trinken? Ich vermute ja, aber noch weiß ich es nicht. Werden wir noch miteinander reden? Wird es noch Medikamente geben? Gibt es noch eine Pharmaindustrie? Werden wir weiter Filme sehen oder geht das an uns vorbei? Machen wir was ganz anderes? Werden wir noch Verbrennerautos fahren? Wird es Fastfood noch geben? Ganz interessante Frage. Wird es McDonald's in 25 Jahren noch geben? Weiß es nicht. Wird es Starbucks geben? Ich kann aber beantworten, dass wir wahrscheinlich weniger kochen werden als heute. Aber darauf heißt, ich werde mehr ausgehen. Gehe ich dann in Fastfood? Was mache ich dann eigentlich? Werde ich das iPhone noch benutzen? Meine These ist wahrscheinlich, wird das nicht mehr existieren in 25 Jahren. Es kommt was ganz anderes. Vielleicht kriegen wir da in einem der Vorträge noch gleich einen kleinen Einblick. So. Landwirtschaft. Ich nehme mal ein paar von diesen Zukunftsbereichen. Die Landwirtschaft wird sich ändern, wir werden aber weiter Landwirtschaft haben. Wir müssen ja irgendwas essen. Und dann die Frage, mache ich flächendeckendes Sprühen oder
habe ich am Trecker einen Sensor, der dann guckt, wo gerade Ungeziefer ist und mache dann punktuellen Düsenspritzer drauf. Oder fliegt eine Drohne über das Feld rüber und guckt, wo die Schädlinge sitzen und wo das Unkraut sitzt. Oder eventuell habe ich Tierarten, die das für mich erledigen. Irgendwelche Schlupfwespen, die optimiert sind, bei den Schädlingen reinzugehen und die zu zerstören. Diagnosen. Werden wir zukünftig mehr diagnostische Tests durchführen? Ich war in Japan und war erstaunt, dass in Japan, wenn ich zum Arzt gehe mit einer Infektionskrankheit, die erstmal einen Test machen, was ich, ob ich überhaupt ein Virus habe, welchen Virus, oder ob das eine bakterielle Krankheit ist. In Deutschland gehe ich zum Arzt und sie sagen, bakterielle Infektion, schonen Sie sich und Aspirin ist immer gut. Da wird das Symptom behandelt. In Japan versuchen sie die Ursache, den Kern des Problems zu finden und punktgenau daraufhin das Medikament anzuwenden. Wer wird das Feld für Biologics Nachahmerprodukte beherrschen? Biologisch hergestellte Arzneimittel, die aus großen Fässern kommen, die da mit Pilzen oder mit Hefen oder mit Hamsterzellen gezüchtet werden und die derzeit mit 8% pro Jahr wachsen, patentgeschützt, wird es Nachahmerprodukte geben. Werden Leute den bestehenden Marktführern das Geschäft streitig machen? Die künstliche Intelligenz, führt die zu mehr Konzentration am Markt oder zu weniger? Wer sitzt auf dem Wissen, das wir in 25 Jahren haben? Sind das ein paar große Anbieter, die sagen, ich habe so viel Geld jetzt ausgegeben, das ist jetzt mein Wissen, das mir gehört und du darfst es gerne wieder zurückkaufen? Oder ist es demokratischer geworden, dass jeder Wissen hat, das er teilen kann oder verkaufen kann? Werden die Banken, werden die Universalbanken größer oder kleiner sein? These ist wahrscheinlich eher kleiner. Fahren wir elektrisch? Wer baut eigentlich die Stromnetze dafür? Wer baut die Gasnetze? Alles Fragen, die wir anpacken können und auch beantworten können. Und jetzt komme ich mal zu der praktischen Seite. Ich hatte gerade die Firma SFC Energy besprochen. Es ist ein langer Weg von diesem Jahr Null eines Konzeptes, eines Unternehmenskonzeptes, bis da wirklich mal Geld verdient wird. Und links, das ist auf Schloss Elmau, bevor es abgebrannt ist, das waren aber nicht wir, das kam erst ein paar Jahre später, das ist Manfred Stefner, der einen neuartigen Typ der Membrane für Brennstoffzellen entwickelt hat und der sagt, man müsste da eine Firma draus machen, die können wir Smart Fuel Cell nennen und dann machen wir Methanol-Brennstoffzellen für Campingwagen und für Atlantikjachten. Nicht fürs Auto, dafür waren sie zu klein. Und da sitzt er und präsentiert die Idee. Wir haben damals investiert und dann hat es etwa 23 Jahre gebraucht, bis die Firma überhaupt in der Öffentlichkeit mal so richtig ankommt und richtig große Aufträge kriegt. Jetzt kam gerade, SFC hat gerade vor ein paar Tagen einen Auftrag aus Indien gekriegt, da haben sie ein Werk, der Podesta reist dann eben mit Habeck nach Kanada und mit Scholz nach Indien. Die kommen jetzt langsam raus, aber es hat 23 Jahre gedauert, von dem Konzept links auf dem Flipchart bis hin zu einer industriellen Produktion. Und ich vermute mal, die nächsten 30 Jahre in dieser Branche werden mal richtig interessant. Da kommen die Volumina, da kommen die Gewinne. Das heißt, die Firma ist ideal aufgestellt, um die nächsten Jahrzehnte mitzunehmen. Es ist eine Sache, eine neue Idee zu haben. Und neue Ideen gibt es unglaublich viele. Jede Woche kommt eine neue Batterie-Idee durchs Dorf. Eine revolutionäre Solarzelle, eine Wunderbatterie, die perfekte Krebstherapie, ein tolles Patent. Das erleben Sie jeden Tag und dann kommen auch Leute dann zu uns und sagen, tolle Idee, genial. Wenn das mal klappt, wird sich die Welt ändern. Aber es ist eine ganz andere Sache, diese Ideen in die Praxis reinzutragen. Eine Sache so zu designen, dass auch ein Kunde dafür Geld ausgeben möchte und dass dann auch noch ein Gewinn übrig bleibt, das ist ein weiter Weg. Ich würde mal sagen, so 20 Jahre sind nicht untypisch. Die Innovatoren, die wir erleben, überschätzen häufig ihre Wettbewerbsposition. Die wissen häufig gar nicht, dass es da Wettbewerber am Markt gibt, die fast das Gleiche machen und auch ziemlich gut sind. Und die sind manchmal viel größer oder haben einfach die bessere Durchsetzungsmacht. Und da kommt die bessere Idee gegen die schlechtere, aber größere Idee nicht durch. Und was ich gerne mache, oder nicht das Konzept ist wichtig, sondern der Kunde, der Geld dafür hinlegt. Das ist das entscheidende Kriterium. Und ich beobachte immer gerne, wie ein Produkt vom Markt akzeptiert wird. Und wenn da die Gewinnkurve nach oben geht,
steigern wir die Position. Und da gibt es eben Firmen, die wachsen und wachsen und wachsen und machen mehr und mehr und mehr Verlust. Und das sind die Problemkandidaten, die ihr Produkt verschenken. Und mit Verschenken kann ich keine gute Marktposition aufbauen. Zwei schöne Beispiele, die ich heiß und innig liebe. Hier die Firma Idorsia, wo wir seit etwa 2 Jahren auf eine Kundenidee hin investiert sind. Ein neues Schlafmittel, das heißt QVIVIC. Das ist die Anzahl Verschreibungen von Monat zu Monat. Es kam letzten Herbst in den USA raus. Und schauen sich die Kurve an. Irgendwie kriegt die Firma das jetzt anscheinend hin. Noch sind sie nicht profitabel, aber die haben den Dreh gefunden. Der Markt akzeptiert das Produkt. Es ist inzwischen das meistverkaufte in der Wirkstoffkategorie. Und hier die Firma Basilea. Da geht es um multiresistente Bakterien und Pilze in Krankenhäusern. Und die haben geforscht und geforscht. Und seit 10 Jahren bin ich immer dabei und höre mir die Forschungsergebnisse an. Und dann bin ich da im Februar in einer Konferenz und sehe da, die Gewinne sind da. Jetzt kommen sie. Und Sie sehen da die kleine Kurve des EBIT. Die haben es geschafft und haben sich freigeschwommen und können jetzt Gewinne machen. Und von daher denke ich, die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre von dieser Firma Basilea sind auch gesetzt. Und dann beobachten. Sind die Fundamentalfaktoren dieser Firma noch in Ordnung? Kann man sie laufen lassen? Steigt der Umsatz? Steigt der Marktanteil dieser Firma am Gewinn der gesamten Branche? Holt die sich den Gewinn von den Wettbewerbern weg? Profitiert der Anleger davon? Hat der Anleger von dem Gewinn, der oben ankommt, einen Nutzen? Oder holt sich das Management das alles wieder mit den Optionsprogrammen raus? Oder machen die eine dumme Übernahme und vernichten auf die Weise das Geld? Also die große Frage, tolle Firma, aber kommt das Geld auch bei mir an? Und dann einfach laufen lassen, festhalten, laufen lassen und nichts tun. Hier noch ein paar Beispiele. Das ist die Firma Nubank aus Brasilien. Das ist eine Neobank, die in Buffetts Portfolio drin ist. Und da sehen Sie die Kundenzahl, ich glaube das Monat oder Quartal für Quartal, glaube ich, kann es nicht genau sehen. Irgendwann plötzlich hebt diese Nubank in Brasilien ab. Ich habe mit denen telefoniert. Nee, 3 Länder reichen uns, Brasilien, Mexiko und noch ein drittes lateinamerikanisches Land. Wir wollen gar nicht weiter expandieren. Wir wollen erstmal Vollgas geben in diesen Ländern und die Kundenintensität erhöhen. Die dunklen Kunden sind die neuen Kunden, die grauen sind die alten. Und man will die Anzahl der Produkte pro Kunde erhöhen, die Anzahl der Umsätze pro Kunde erhöhen, die Marge pro Kunde. Und das verfolgen die systematisch über Zeit. Wenn ich einen Kunden habe, mehr draus zu machen, mehr Produkte zu verkaufen, um damit noch mehr Gewinne rauszuholen. Das sind so Geschäftsmodelle, die finde ich einfach ein Traum. Die heißen Land and Expand. Landen beim Kunden und dann Cross-Selling betreiben. SAP macht das zum Beispiel. Ein Produkt, das nächste, das nächste, das nächste und so weiter. Bis man schließlich gefangen ist in diesem Spinnennetz der Abhängigkeit von dem Anbieter. Ökonomisch gut für uns. Und dann ein ganz langweiliges Beispiel, Japan, 50 Jahre lang hätte ich bei der Firma Nitori nichts machen müssen. Das ist so eine Art IKEA Japans, das ist die Zahl der Läden, Umsatz seit 1970 ungefähr und die wachsen und 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 wachsen. Trivial eigentlich, ich muss mit der Firma Nitori nichts machen, ich brauche keine Management-Meetings, die machen das für mich ganz einfach. Das machen wir heute mit dem Lesen von Geschäftsberichten im Stile von Warren Buffett. In der Mitte die Daten, in der Mitte die Geschäftsberichte, rechts die Entscheidungen von Buffett. Und die künstliche Intelligenz hilft uns massiv dabei, diese Trends zu sehen. Eine Firma, die sich immer weiter breit macht, diese Firmen, die gut laufen, aber am Markt im Moment vielleicht ein bisschen billig gesehen werden. Das macht in der Mitte, machen unsere beiden AI-Modelle, das eine ein externes Modell, das andere das hausinterne Modell, das wir selber entwickelt haben. Und holt recht regelmäßig mehrere Prozentpunkte Outperformance pro Jahr ab. Ja, dann geht es in die Dividendenphase rein. Der Markt ist erschöpft. Ich schütte Geld aus, weil ich nicht mehr investieren kann als Firma. Ich kaufe Aktien zurück und gebe das Geld meinen Aktionären. Das ist dann was für den Value- und Dividende-Fonds, wo wir dann eben die reifen Firmen die Erträge mitnehmen. Die wachsen nicht mehr so schnell, aber sie bieten sichere Erträge. So haben wir das in Fonds abgebildet. Und dann ist der Punkt eben auch, rausgehen. Wann verkaufe ich am Ende wieder? Wenn die Firma schwächelt, wenn die Grenzen des Wachstums erreicht sind, planen wir den Ausstieg. Ist der Markt gesättigt? Was machen die Wettbewerber? Werden die stärker oder bleiben die unter Kontrolle? Sehen wir eine zunehmende Unvernunft? Große Übernahmen, die sich nicht rechnen?
große Aktienrückkäufe, die nicht gerechtfertigt sind. Arroganz gegenüber dem Wettbewerber. Diversity wichtiger als Leistung. Trägheit. Das haben wir schon immer so gemacht. Das hat sich bewährt. Machtkämpfe. Selbstbedienung des Managements. Alles Indikatoren dafür, dass man jetzt rausgehen sollte, weil die Firma einen Punkt erreicht hat, wo nichts mehr kommt. Beispiel Boeing, für mich so ein schöner Fall, wie man eine Firma zerstören kann. Nein, Boeing ist immer noch eine exzellente Firma, aber da gab es einen Nachfolgekampf bei General Electric und die beiden Verlierer mussten raus. Das war der McNerney, der ging dann zu Boeing, hat dann erstmal die Firmenzentrale verlegt an seinen Wohnort nach Chicago. Ich habe mich gewundert, warum sind die in Chicago, die produzieren noch in Seattle. Dann Stilwechsel im Management, Kosten vor Qualität und dann Qualitätsproblem nach Qualitätsproblem nach Qualitätsproblem. Und die Firma hat einfach ein dickes Problem und wenn es mal drin ist, kriegt man das nicht mehr so leicht raus. So kann man eine Firma auch zerstören. Hier das praktische Beispiel. Ich habe noch 5 Minuten und möchte Ihnen kurz über die Referenten etwas berichten, wen wir heute haben und auch warum. Starten wir mit Lars Feld, Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Zeitenwende. Er wird um 11.15 Uhr nach der Kaffeepause über die deutsche Situation sprechen. Er ist nah dran an der Regierung. Er war ja lange Vorsitzender des Sachverständigenrates der Wirtschaftsweisen in Deutschland. Er hat also wirklich was zu sagen. Und er leitet heute das Walter-Eugen-Institut in Freiburg, wo die Traditionen von Ludwig Erhard gepflegt werden und das Denken von Ludwig Erhard, eine geordnete soziale Marktwirtschaft. Und hoffentlich haben Sie auch ein paar provozierende Fragen. Und hoffentlich hat er auch Spaß daran, Ihnen die klar und deutlich zu beantworten. Dann geht es in die Zukunft. Wir schauen 10 Jahre voraus und das wird Lars Thomsen für uns heute unternehmen. 520 Wochen. Was wird in den nächsten Jahren passieren? Sie sind immer so etwa alle 5 Jahre bei uns und aktualisieren Ihre Prognosen und es ist immer erfrischend zu wissen, wo wird die Welt hinmarschieren. Und es sind immer überraschende Themen dabei, die Sie uns zeigen in Ihrer Zukunftsdarstellung. Ja, dann kommt Philipp Granik, er sitzt da vorne, das ist Lars Thomsen, Philipp Granik hier vorne, frisch aus Polen angereist. Er hat keine Zeit gehabt, die Präsentation uns zuzuschicken, weil er unglaublich mit neuen Transaktionen beschäftigt ist. Das ist eine Firma, sehr jung, im Grunde noch zu jung für uns, keine 10 Jahre alt, aus Polen, Hightech. Und die Frage war bei XTPL, bei der polnischen Firma, nicht, was für eine Technologie haben wir, sondern was sollten wir alles nicht tun, um uns nicht zu verzetteln? Und die große Frage, mit dieser tollen Technologie, in welche Geschäftsfelder gehe ich rein und wie könnten in den nächsten Jahren explodieren, das wird Philipp Granik uns gleich zeigen. Ich weiß nie genau, ob ich das so sagen darf, aber ich glaube, das ist unser 100-Bäcker im Portfolio. Die Firma hat heute einen Börsenwert von 60 Millionen, also ein Klacks. Wenn die mal gut etabliert sind, kann ich mir auch 2-0 noch dahinter vorstellen. Vielleicht kommt es nicht. Vielleicht ist Herr Granik, macht es richtig oder auch nicht richtig und wir können nachher Ihr eigenes Urteil dazu abgeben. Wir waren neulich in Frankreich, in Clermont-Ferrand, auf dem Grundstück der Michelin-Reifenfabrik und haben dort Herrn Ladon getroffen von KWS. Er sitzt gerade hier vorne. Und wir ärgern uns doch alle über diesen Plastikmüll, der da in den Weltmeeren schwimmt, diese in den Wäldern rumliegt. Wir ärgern uns über diese Kunststoffkleidung, also Polyethylen, die nicht verrottet. Und ich lese einen Artikel drüber, was man alles tun müsste. Ich bin nicht in der heutigen Politik, da würde man irgendwie einen Pfand draufsetzen oder alles verbieten oder Regeln machen. Aber nein, man kann es einfach recyceln. Man kann dieses Polyethylen einfach nehmen und chemisch wieder in den Ausgangszustand zurückversetzen. Und da gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Man kann es verbrennen natürlich, man kann es wieder einschmelzen, man kann es chemisch zersetzen, man kann es aber auch mit Enzymen zersetzen. Und das sind Enzyme, die im Grunde aus natürlichen Prozessen designt wurden und die nachher in der Industrie das Polyethylen zersetzen können. Und das finde ich faszinierend. Eine Frage, die ich an Herrn Ladon gestellt hatte, was macht ihm am meisten Sorgen? Und es war nicht, dass die Technik nicht funktioniert, es war nicht, dass die Produktion sich nicht aufgebaut werden kann, es war nicht, dass die Gewinne nicht kommen, sondern
tendenziell, wir werden so viel Nachfrage haben, dass wir sie kaum befriedigen können. Wie kommen wir mit den vielen Projekten klar, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen? Ganz spannend und sehr praxisnah, das ist kein Pipe Dream, wie man auf Englisch sagt, sondern das ist eine reale Anlage. Die neue große Anlage ist in der Konzeptionsphase, also der Bau wird vorbereitet. Das ist sehr real und Herr Ladon wird gleich darüber berichten. Wir kommen nach Deutschland zurück und da habe ich auch einige ganz spannende Fragen nachher. Ist der Standort Deutschland eigentlich noch gut? Wir gehen ins Bergische Land. Peter Schildbach berichtet, Manager der dritten Generation in der Firma Elektrisola aus Bergneustadt, aus Eckenhagen. Da geht es um Kupferdraht. Dann denkt man, wie langweilig ist denn Kupferdraht? Das ist doch, das kann man doch in jedem Baumarkt irgendwo kaufen. Kupfer ist Hightech und ohne Kupferdraht geht es nicht. Und jetzt ist die Frage, klar kann man Kupferdraht produzieren, wahrscheinlich könnte ich mir eine Anlage hinstellen lassen, könnte ich auch Kupferdraht produzieren, aber kann ich gegen Elektrisola im Wettbewerb bestehen? Und ich habe die Firma jetzt über 30 Jahre freundschaftlich, 40 Jahre sind fast, 40 Jahre fast beobachtet aus einer freundschaftlichen Beziehung heraus und habe gedacht, Leute, die machen alles richtig, Wettbewerb hat eine Krise, kaufe ich doch den Wettbewerber. Ich muss mich nach unten absichern, kaufe ich doch einen, der mich dagegen nach unten schützt. Ich muss nach China, gehe ich nach China. Und das ist ein Familienunternehmen, das wirklich langfristig plant, viele kluge Entscheidungen getroffen hat und eben der Weltmarktführer bei feinen Kupferdrähten ist. Das kann man sich als Laie kaum vorstellen. Wir hören es nachher im Vortrag von Peter Schildbach. Und dann auch nochmal ein bisschen was für die Motivation, Ausdauer. Es geht um langfristige Zeithorizonte, es geht auch um langfristige Leistungserbringung. Und der Jonas Deichmann, ein Extremsportler, der mehrere Kontinente da durchquert hat, der unseren Kollegen Thomas Bosch wahnsinnig fasziniert und Sie wahrscheinlich auch alle fasziniert, wird im Rahmen einer, ich sage mal, einer Art Bilderschau zeigen, was er da geleistet hat. Und weil das so anstrengend ist, können wir dann uns um 18 Uhr bei Limoncello-Spritz und Aperol-Spritz wieder ein bisschen aufrichten und positiv in die Zukunft sehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist 11 Uhr, wir haben eine kleine Kaffeepause und 11.15 Uhr geht es dann weiter mit Lars Feld zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands und der Welt. Vielen Dank. Applaus